Religion für Nichtschwimmer. Heute, Judas. Das ist Jesus. Jesus hatte 12 Jünger. Er vollbrachte Wunder wie Blinde zu heilen und über Wasser zu gehen. Das fanden die Jünger ziemlich dufte. Einer der Jünger hieß Judas. Judas fand Jesus voll dufte. Aber es gab auch ein paar Leute, die Jesus nicht voll dufte fanden. Und das fand Judas gar nicht dufte. Da dachte sich Judas, wenn die Leute, die Jesus nicht so dufte finden, darüber Gericht halten würden, würden die endlich einsehen, dass Jesus dufte war. Schließlich wusste Judas ja, dass Jesus dufte war. Also ging Judas zu den Leuten, die Jesus nicht dufte fanden und sagte: Hi Jungens. Hi. Was geht? Soll ich euch zeigen, wo Jesus so rumhängt? Das wäre voll korrekt von dir. Dann geben wir dir auch 30 Silbermünzen. Judas brachte die Leute, die Jesus nicht dufte fanden, zu Jesus. Die Leute, die Jesus nicht dufte fanden, nahmen ihn fest und der Typ, der Jesus am allerwenigsten dufte fand, verurteilte ihn zum Tode, obwohl Pontius der Oberkerker Jesus eigentlich auch ganz dufte fand. Als Judas hörte, dass sein Plan nicht so ganz geklappt hat, wie er sich das vorgestellt hatte, beschloss er, sich umzubringen. Von den 30 Silbermünzen gab er keine einzige aus. Dumm gelaufen, aber eine böse Absicht kann ich da jetzt echt nicht erkennen. Also eigentlich war Judas auch ganz dufte. Ich hoffe, ihr habt's gepeilt. Haut rein!